Hallo und herzlich willkommen hier bei Elder Demon Highlander und heute geht's um einen Boros Commander und auch ein bisschen um ein Tribal Deck. Es geht um Samurais und die Anführer ist Ryu Storm's Edge. Ryu ist eine neue Legende aus Neon Dynasty und sie ist 3-3, ist ein Mensch, ein Samurai und hat Erstschlag. Er kostet zwei beliebige, ein weißes und ein rotes Mana, was dann auch die Commander-Identität ist, und er hat eine schöne Fähigkeit. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den wir kontrollieren, alleine angreift, wird er enttappt und falls es die erste Kampfphase in unserem Zug war, bekommen wir danach eine weitere Kampfphase. Was wir nun versuchen werden, ist, möglichst viele Kampfphasen in unserem Zug zu bekommen und den Gegner dann möglichst in einem Zug auszuschalten. Dafür brauchen wir zum einen ein paar Krieger oder Samurais, wobei Neon Dynasty hier einige neue zur Verfügung stellt, oder wir brauchen Karten, die uns weitere Kampfphasen geben. Fangen wir also einfach mal mit den Samurais an. Unser erster ist der Selfless Samurai, ein Samurai für ein weißes und ein beliebiges Mana, der 2-2 ist. Und auch er hat, immer wenn ein Samurai oder Krieger, den wir kontrollieren, alleine angreift, bekommt er Lifelink bis zum Ende des Zuges. Er ist also eine perfekte Ergänzung zu unserem Commander. Außerdem können wir ihn opfern, um einer anderen Kreatur, die wir kontrollieren, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges zu geben. Der nächste neue Samurai heißt Norika Yamazaki, ist ein Poet und ist eine 3-2er-Kreatur, die 3 Mana kostet. Eins davon ist weiß. Dieser Samurai hat Wachsamkeit und immer wenn wir mit einem Samurai oder einem Krieger alleine angreifen, dürfen wir in diesem Zug eine Verzauberungskarte aus unserem Friedhof spielen. Als Synergie zu diesem Samurai könnte man natürlich jetzt noch ein paar Auren bzw. Kreaturenverzauberungen spielen, die man sich mit ihm dann wieder raussuchen kann, wenn die Kreatur gestorben ist. Da es aber nur eine von 99 Karten ist, gehe ich in diesem Decktech hier nicht drauf ein. Es kommen später aber noch ein paar andere Verzauberungen. Der nächste neue Samurai, Heiko Yamazaki The General, kostet 4 Mana, hat Trampelschaden, ist 3-3 und kann ansonsten eigentlich dasselbe wie Norika. Nur, dass er Artefakte aus dem Friedhof zurückholen kann, statt Verzauberungen. Artefakte stelle ich hier gar keine vor, aber wenn ihr zum Beispiel einen Mindstone spielt, könnt ihr immer, bevor ihr mit einem Samurai alleine angreift, diesen Opfern eine Karte ziehen und ihn danach wieder ausspielen. Dann spielen wir noch einen Samurai, der unsere anderen Samurais günstiger macht. Peerless Samurai kostet 3 Mana, ist 2-3, hat Menace und macht immer, wenn ein Samurai alleine angreift oder ein Krieger alleine angreift, den nächsten Spruch, den wir spielen wollen, ein farbloses Mana günstiger. Da wir darauf hoffen, möglichst viele Kampfphasen zu kriegen, kann das doch relativ mächtig werden. Da wir, wenn wir 2-3 Kampfphasen hatten und in der zweiten Hauptphase noch etwas ausspielen wollen, sich diese Reduktion schon bemerkbar macht. Asari Captain ist rot-weiß, kostet 5 Mana und hat Eile, er selber ist 4-3. Und er macht unsere angreifenden Samurais, wenn sie alleine angreifen, stärker und zwar plus 1 plus 0 für jeden Samurai oder Krieger, den wir kontrollieren. Jetzt hatten wir sehr viele Samurais, einen Krieger habe ich auch in der Deckliste, Morauk. Er kostet 2 rote und 4 beliebige Mana und ist 6-6. Und auch er passt hervorragend in viele Kampfphasen. Denn jede Kreatur kriegt plus x plus 0, wobei x die Anzahl der Angriffe ist, die diese Kreatur in diesem Zug schon gemacht hat. Viel wichtiger ist aber seine Landfall-Fähigkeit. Immer wenn ein Land unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, falls es unsere Hauptphase ist, bekommen wir eine zusätzliche Kampfphase nach dieser Phase. Zu Beginn dieser Kampfphase werden alle unsere Kreaturen enttappt. Das heißt also, wir spielen zum Beispiel ein Fetchland aus, suchen uns damit ein weiteres Land raus, damit haben wir einen Landfall-Trigger von 2, das heißt wir haben schon 2 zusätzliche Kampfphasen plus die normale. In der ersten davon greifen wir dann noch mit einem Samurai alleine an, damit bekommen wir nach dieser Phase eine weitere, sodass wir nur mit unserem Commander, Morauk und einem Fetchland schon 4 Kampfphasen haben. Aber wir wollen ja auch mehr als 4 Kampfphasen, deshalb spielen wir noch Aurelia the Warleader. Dieser Engel kostet 2 beliebige, 2 rote und 2 weiße Mana und ist 3-4. Sie hat Flugfähigkeit, Wachsamkeit und Eile. Und immer wenn sie angreift, falls es das erste Mal in diesem Zug ist, dass sie angreift, dürfen wir alle Kreaturen, die wir kontrollieren, enttappen und haben nach dieser Kampfphase eine zusätzliche Kampfphase. Hier ist wichtig, dass Aurelia nicht wie unser Commander sagt, dass sie in der ersten Kampfphase angreifen muss, sondern dass sie sagt, wenn sie das erste Mal in diesem Zug angreift. Wir können also in unserer normalen Kampfphase mit unserem Commander angreifen oder einem beliebigen Samurai.
und anschließend in der nächsten Kampfphase nochmal mit Aurelia angreifen, wodurch wir wieder eine neue Kampfphase bekommen. Eine sehr ähnliche Fähigkeit hat auch Goro Bandit Warlord. Dieser enttappt dann aber nur alle Samurais, die wir kontrollieren. Da wir ja aber größtenteils Samurai spielen wollen, sollte das kein Problem sein. Außerdem hat Goro noch eine sehr gute Fähigkeit, denn er kann uns eine Ausrüstungskarte aus unserer Bibliothek raussuchen und direkt ins Spiel bringen, wenn er ins Spiel kommt. Und ihr wisst es alle, es kann bei Elder Demon Highlander nur eine Ausrüstung geben, die man sich raussucht, und das ist der Helm of the Host. Diese Ausrüstung können wir dann entweder auf Aurelia oder auf Goro anlegen und haben unendlich viele Kampfphasen. Denn zu Beginn der Kampfphase erzeugen wir einen Token, der eine Kopie der ausgerüsteten Kreatur ist, außer dass dieser Token nicht legendär ist. Dieser Token bekommt Eile. Wenn wir hiermit also entweder Aurelia oder Goro ausgerüstet haben, haben wir in jeder Kampfphase einen neuen Token, der dann auch jedes Mal wieder das erste Mal in diesem Zug angreift. Eine weitere Kreatur, die mit dem Helm of the Host gut wird, ist Scourge of the Throne, denn er hat auch wieder eine ähnliche Fähigkeit. Es ist ein fliegender 5-5er Drache, der 4 beliebige und 2 rote Mana hat und die Throne hat. Das heißt, immer wenn diese Kreatur einen der Spieler mit dem meisten Leben angreift, bekommt sie einen +1/+1 Counter. Bei diesem Drachen ist die Fähigkeit auch wieder etwas eingeschränkt, denn immer wenn er angreift, bekommen wir nur eine weitere Kampfphase, falls es der Spieler mit den meisten oder einer der Spieler mit den meisten Leben ist. Zu guter Letzt nehmen wir dann auch den Port Razor, einen Ork-Piraten für 5 Mana, der 4-4 ist. Dieser lässt uns all unsere Kreaturen enttappen und gibt uns eine weitere Kampfphase, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt. Nachteil ist, dass er jeden Spieler nur einmal pro Runde angreifen kann. Auch hier gilt wieder, wenn es Kopien, die durch Helm of the Host erzeugt wurden sind, dürfen sie wieder Spieler angreifen, die zuvor vom Original oder anderen Kopien angegriffen wurden. Wodurch wir theoretisch in einer Kampfphase auch mehrere neue Kampfphasen herausschlagen können, indem wir mit dem Original und einer Kopie je einem Spieler Kampfschaden zufügen. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen außer Kreaturen, die uns zusätzliche Kampfphasen geben. Zum Beispiel Breath of Fury. Eine Aura für 2 rote und 2 beliebige Mana, die eine Kreatur, die wir kontrollieren, verzaubern muss. Wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, müssen wir sie opfern und Breath of Fury auf eine andere Kreatur anlegen. Falls wir das tun, dürfen all unsere Kreaturen enttappt werden und wir bekommen eine weitere Kampfphase. Oder auch Aggravated Assault, eine Verzauberung für ein rotes und 2 beliebige Mana. Hier können wir 5 Mana bezahlen, um all unsere Kreaturen zu enttappen und eine weitere Kampfphase nach dieser Phase zu bekommen. Diese Fähigkeit dürfen wir aber nur wie eine Hexerei aktivieren, damit wir nicht im gegnerischen Zug Kampfphasen bekommen. Eine weitere nette Alternative, da etwas kostengünstiger, ist World at War. Eine Hexerei für insgesamt 5 Mana, 2 davon rot. Hier bekommen wir nach unserer zweiten Hauptphase eine zusätzliche Kampfphase, gefolgt von einer weiteren Hauptphase. Zu Beginn der Kampfphase dürfen wir dann alle unsere Kreaturen enttappen. Schön an dieser Karte ist, dass sie Rebound hat, das heißt, sie wird im nächsten Zug direkt nochmal für umsonst gecastet. Das war's dann jetzt fast mit zusätzlichen Kampfphasen. Als letztes noch ein Planeswalker, der uns auch Kampfphasen geben kann, und zwar Zariel. Dieser kostet 2 beliebige und 2 rote Mana und startet mit 4 Loyalitätsmarken. Wichtig ist hier eigentlich nur die -6 Fähigkeit. Denn hier bekommen wir ein Emblem, was uns zum Ende unserer ersten Kampfphase eine Kreatur enttappen lässt und uns dann eine weitere Kampfphase gibt. Die anderen Fähigkeiten sind jetzt auch nicht sehr schlecht. Für 0 Mana bekommen wir einen 1-1er roten Teufel-Kreaturen-Spielstein. Der hat, wenn die Kreatur stirbt, schießt er einen Schaden. Und für +1 bekommen unsere Kreaturen +1/+0 und Eile. Bevor wir mit den ganzen Kampfphasen angefangen haben, hatten wir Kreaturen, die alleine angreifen wollten, beziehungsweise die wollten, dass andere Kreaturen alleine angreifen. Diese wollen wir noch etwas verstärken. Zum Beispiel mit dem Battle Grace Angel. Dieser kostet 3 beliebige und 2 weiße Mana, hat Flugfähigkeit und Exalted. Das heißt, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, alleine angreift, bekommt sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Außerdem bekommt die Kreatur durch den Battle Grace Angel Lifelink bis zum Ende des Zuges, wenn sie alleine angreift. Das Schöne ist, wenn wir dann in unserer zweiten Kampfphase mit mehr als einer Kreatur angreifen, hat diese Kreatur immer noch die +1/+1 und das Lifelink durch die erste Kampfphase. Und auch diese Verzauberung hilft Kreaturen, die alleine angreifen. Angelic Exhalation kostet 4 Mana und gibt Kreaturen von uns, die alleine angreifen, +X/+X bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl der Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Außerdem können wir noch etwas spielen, um starke Blocker auszuschalten, zum Beispiel
Angelic Benediction. Auch für 4 Mana dürfen wir immer eine Kreatur tappen, wenn eine Kreatur von uns alleine angreift. Und außerdem kriegen wieder all unsere Kreaturen +1/+1, wenn sie alleine angreifen. Mit Tempered in Solitude bekommen wir eine Verzauberung, die uns ein wenig Card Draw gibt. Sollte natürlich nicht der einzige Card Draw in unserem Deck sein, aber es ist der einzige in diesem Decktisch. Diese Verzauberung kostet ein beliebiges und ein rotes Mana und lässt uns immer, wenn eine Kreatur von uns alleine angreift, die oberste Karte von unserer Bibliothek ins Exil schicken. Wir dürfen in diesem Zug diese Karte spielen. Wenn jetzt Kreaturen von uns angreifen, dann wollen wir, dass diese Schaden machen, beziehungsweise wollen wir zumindest, dass diese nicht sterben. Wie können wir sicherstellen, dass Kreaturen Schaden machen oder nicht sterben? Wir können ihnen Schutz vor den Farben geben, die unsere Gegner haben, oder wir machen sie entsprechend unzerstörbar, beziehungsweise geben ihnen Erstschlag, damit sie Blocker töten können, ohne dass wir sterben. Akromas Wille macht all das gerade Beschriebene. Ein Spontanzauber für 4 Mana, der uns eine von 2 Optionen auswählen lässt. Wenn wir Rayu kontrollieren, dürfen wir beide auswählen. Entweder kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Flugfähigkeit, Wachsamkeit, Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Oder unsere Kreaturen bekommen Lebensverknüpfung, Unzerstörbarkeit und Schutz vor allen Farben bis zum Ende des Zuges. Wir können also hiermit überraschend Blocker töten. Oder wir können dies spielen, bevor wir angreifen, um Schutz vor allen Farben zu kriegen, sodass unsere Kreaturen nicht mehr geblockt werden können. Mit Shelter, einem Spontanzauber für ein beliebiges und ein weißes Mana, können wir dann eine Kreatur, die geblockt wurde, retten, indem wir ihr Schutz vor einer Farbe geben. Wir können diesen Schutz natürlich auch geben, bevor die Blocker deklariert wurden, sodass diese nicht mehr geblockt werden kann. Und wenn wir schon über Schutz vor Farben sprechen, lohnt es sich natürlich auch, die Schwerter zu spielen. Hier lohnt es sich insbesondere, das Sword of Feast and Famine zu spielen. Ein Equipment für 3 Mana mit Ausrüstungskosten von 2, die der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 und Schutz vor Schwarz und Grün gibt. Sehr wichtig ist aber die Fähigkeit, denn immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir all unsere Länder enttappen. Zusammen mit Aggregated Assault zum Beispiel haben wir hiermit wieder unendlich Kampfphasen. Außerdem als kleine Schmankerle muss der Gegner auch eine Karte abwerfen. Und statt dem Schutz vor Farben zu machen, können wir die Kreatur natürlich auch einfach unblockbar machen. Zum Beispiel mit Rogue's Passage, ein Land, was uns ein farbloses Mana produziert oder was wir für 4 Mana tappen können, um eine Kreatur unblockbar in diesem Zug zu machen. Schön ist hier wieder, das gilt bis zum Ende des Zuges, das heißt, sie ist unblockbar in jeder unserer Kampfphasen. Oder wir spielen Manifold Key, ein Artefakt für ein beliebiges Mana, womit wir für 1 Mana und Tappen entweder ein anderes Artefakt enttappen können, was jetzt nicht so wichtig ist, oder für 3 Mana und Tappen können wir eine Kreatur unblockbar machen bis zum Ende des Zuges. Das war's dann wieder. Schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar weitere Samurais, die man gut in diesem Deck spielen kann, in Neon Dynasty raus. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Karten ihr auf jeden Fall in diesem Deck noch spielen würdet. Ich freue mich drüber und ansonsten bis bald. Danke, dass ihr euch diese Folge bis zum Ende durchgeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal doch auf YouTube und hinterlasst einen schönen Kommentar. Ihr könnt uns allerdings auch auf Instagram folgen oder einer dieser beiden empfohlenen Videos als nächstes schauen. Wir würden uns freuen und sagen bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.